En Gemmeke, kom eens zien. Kunnen ze in? Nee. Dat is het Frankenhuis. Er wird Ihnen enige vragen stellen zu Ihrer Zeit als Lagercommandant von Westerbork. Arbeiten Sie für die Staatspolizei? Nein. Also die besondere Strafjustiz. Nein. Ich habe ungefähr 70 Fragen. Mal kijken wel hoe ver we komen. In het Duits? U kunt de vragen gewoon in het Nederlands stellen, dat verstaat u goed. Hey, Gemmeke, ze kunnen naar het Duits antwoorden. Ik werde Ihre vragen zo goed ik kan beantwoorden. U hoeft niet nerveus te zijn. Ik ben niet nerveus. 70 vragen, zagen ze? Ja. Nou ja. Het is eigenlijk maar één vraag die er echt toe doet. Toch? Goed. U was commandant van kamp Westerbork. Dat stimmt. Van wanneer tot wanneer? 13. oktober 1942 bis zum 11. april 1945. Wordt u goed behandeld hier? Steht das auf Ihrer Liste? Ik kan mich nicht beschweren. Auch wenn Inhaftierung nicht mein Vorzug wäre, ich habe mich mit der Situation abgefunden. Welke grote Nazi-leiders hebt u persoonlijk ontmoet? Göring, Goebbels, Hitler? Ja, von denen habe ich keinen getroffen. Entschuldigen Sie, aber ich habe diese Fragen wirklich schon öfters beantwortet. Herr Frankenhaus hat keinen Einblick in unser Verhör. Von wie kregen u instructies? Den Haag. Sturmbannführer Zöpf. Zöpf. Maar in het kamp was u de baas. Is dat een vraag? Alles wat ik doen moest, erfuhr ik van bevelshebber der Sicherheitspolizei. Tat wat mij opgetragen wurde, ja. Zo wie Sie dat bij Ihrem Vorgesetzten sicher ook doen. Ik heb geen Vorgesetzten, Herr Gemmeke. Waarom werd u tot commandant bedoeld? Wissen Sie, ein Lager zu leiten ist nicht leicht. Und da ich eine Vergangenheit bei der Polizei hatte, wusste ich, was Ordnung, Regelmäßigkeit, Disziplin bedeuten und wie man diese durchsetzen kann. Ordnung, Disziplin. Hoe wilde u die in het kamp brengen? Also ich war schon immer der Meinung, dass Menschen etwas zu tun haben müssen. Und somit war es meiner Ansicht nach aus Westerbork ein Arbeitslager zu machen. Wir haben Flugzeugwracks demontiert, Batterien auseinandergenommen. Es gab ein Nähatelier. Es gab sogar die Möglichkeit, außerhalb des Lagers bei Bauern aus der Umgebung zu arbeiten. Ja, Zwangarbeit nennt man das. Besser als den ganzen Tag eingeschlossen zu sein. Ich schäle hier Kartoffeln, Herr Frankenhaus. Und darüber bin ich sehr froh. Deswegen hoffe ich auch, dass ich bis zu meinem Prozess in Assen hier bleiben darf. Oh, bent u bang voor transport?
U woonde zelf ook in het kamp? Selbstverständlich. Dat wil zeggen, een grote villa bij de ingang? Damit ich keine Zeit mit Reisen vergeuden musste, ja. Woonde u daar alleen? Ich hatte mein Personal. Joods personeel? Dat stimmt, ja. Maar zonder uw vrouw en kinderen? Natuurlijk. Dus u had uw vrouw en kinderen in de steek gelaten? Meine Frau hatte mich einmal in Holland besucht. Maar waarom woonden ze niet bij u in dat grote huis? Er was toch plek genoeg? Er wäre doch kein geeigneter Ort für eine Familie gewesen. Oh nee? Er waren genoeg andere gezinnen voor wie u dat prima vond, dat ze in het kamp woonden. Waarom gold voor hen niet hetzelfde als voor u? Ik hatte eine Freundin. Frau Hassel. Meine Sekretärin. Sie verstehen also, dass es für mich nicht wünschenswert gewesen wäre, meine Familie um mich zu haben. Bent u getrouwd, Herr Frankenhaus? Kinderen? De gevangenen. Waar kwamen die vandaan? Ik kwam met de Zug uit het hele land. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Scheveningen, Vught. En hoe waren die gevangenen eraan toe? Waren ze er slecht aan toe? Waren ze mishandeld? Ik heb niet iets van een mishandeling gezien, nee. Nee? Nee. Kwam nooit iemand in uw kamp aan met een blauw oog of met een verband om zijn hoofd? Niet dat ik me herinneren kon. Niemand die ziek was of vervuild, zonder goede kleren voor de kou? Es kamen tausende mensen zugleich aan. Daar waren sicher ook kranke mensen dabei. Oder wie Sie behaupten, vielleicht sogar misshandelte mensen. Maar ik heb zelfs nie was davon gezien. Dat is vreemd, want de kampbewoners zagen het wel. Als de mensen krank worden, dan kamen ze ins Krankenhaus. En dort hadden we übrigens sehr gute Ärzte. Die besten Zahnärzte. Ja. Also, Sie sehen, die Umstände, die waren doch sehr gut, ja. Ich habe auch wirklich nie irgendwelche Beschwerden über mein Lager gehört. Nee. Misschien omdat er nooit iemand terugkwam. Sie können mich wirklich nicht verantwortlich machen für das, was später mit den Menschen in anderen Lagern geschehen ist. Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Sitze ich deswegen wieder hier? Ich habe Ihnen doch schon mehrmals gesagt, dass meine Verantwortung, die beginnt endet mit Westernburg, ja. Und Westernburg war ein ausgezeichnetes Lager. Jeder hatte Nahrung, jeder durfte Sport treiben. Ja, jeder hatte eine geeignete Arbeit. Ja. Es gab sogar Kabarett-Shows mit den besten Künstlern. Und das waren wirklich Weltklasse-Shows. Klingt beinahe nach Urlaub. Sie sagen es. Was findet ihr eigentlich von Joden? Bent u Joods, Herr Frankenhaus? Herr Gemmeker, beantworten Sie die Frage. Nun gut, ich gebe zu, dass ich in den Jahren davor wenig Sympathien für Sie hatte. Viele von Ihnen hatten einen sehr distinguierten Platz im öffentlichen Leben und häufig wurden diese Funktionen auf Kosten der restlichen Bevölkerung missbraucht. Hat u daar zelf ook ervaring mee? Das war die Meinung der Partei. Steht ihr da noch stets achter? Ich glaube, dass die Gefahr etwas übertrieben dargestellt wurde. In het kamp strafte u de gevangenen om het minste of geringste. Iemand die niet op de juiste manier groette, iemand die te langzaam de straat veegde. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich habe dieser Person aber dreimal gesagt, dass er schneller fegen sollte. Und sehen Sie, wenn ich bei einem einzigen toleriere, dass er macht, was er möchte, dann macht der Rest das auch. Und dann verliere ich meine Autorität. U heeft ook een keer geschoten op iemand die volgens u te dicht bij het prikkeldraad stond. Das stimmt, das habe ich. U schoot om te doden? Ach, nein, natürlich nicht. Ich schoss mit Schrot. Mit Schrot? Was ist das? Hagel. Hagel. Ja. Hagel. Ja. Die Mann ist wel in das Ziekenhaus beland. Ich erinnere mich, ja. Frau Hassel stand neben mir und sie war sehr wütend. Wissen Sie, was sie sagte? Sie sagte, ob ich Sie das nächste Mal bitte warnen könnte. Wegen dem Lärm.
Ja, fragen Sie sie ruhig, sie ist ja auch hier irgendwo. Wir hatten einen Spaziergang gemacht und den Kerl in der verbotenen Zone gesehen. Dus als u gaat wandelen, neemt u een jachtgeweer mee? Wegen der Kaninchen, die fressen die ganzen Pflanzen. Dit is uw eigen lagerbevel, nummer 52. Hierin staat dat u de moeder en een zus van een jongen die gevlucht was op straftransport hebt gezet. Die vrouwen zijn per direct afgevoerd en nooit meer teruggekomen. Ah ja, dat kwam uit Den Haag, van Stoeman voor Rotzapf. Maar Westerbork was toch uw verantwoordelijkheid? Ik moest er op mijn voorgezetten hören. Wie gesagt, dies kam direct van Zöpf. Ja, Zöpf is nu spoorloos, dus... Leider ja, könnte das ansonsten bestätigen. Maar zijn naam staat niet op dit bevel, uw naam wel. Uw handtekening staat hieronder. Ik moest als commandant nog bestrafen kunnen. Deze vrouwen hielden zich keurig aan de regels. In diesem Fall war das ja auch eine Art Warnung. Eine Warnung? Ja. Dan bent u ook verantwoordelijk voor de gevolgen van deze Warnung. Die vrouwen zijn dood. Ze zijn als S-geval naar barak 67 overgebracht en daarna op straftransport gegaan. Das war leider das Strafmaß, das an diesen Tagen gehandhabt wurde. Dus u bent verantwoordelijk voor hun dood. Das ist doch absurd. Ich mache Sie verantwortlich für den Mord an diesen Menschen. Die werden doch früher oder später so oder so abtransportiert worden. Ja, maar niet op straftransport. Es gibt doch keinen Unterschied zwischen einem Straftransport und einem gewöhnlichen Transport. Ich bitte Sie. Dus je zou kunnen zeggen dat elk transport een straftransport was? Er zijn in totaal 107.000 Joden op transport gezet. 107.000. Maar toch niet alle op mijn bevel. 80.000 onder ihrem bevel. Weet u hoeveel er zijn teruggekomen? 5.000. Weet u wat er met de rest is gebeurd? Aufgrund nachträglicher Berichterstattungen weiß ich das jetzt, ja. Er muss sie sehen. Er muss sie sehen. Wat denkt u als u dit ziet? Dat is crimineel. U stuurde hier duizenden mensen naartoe. Toch niet nur naar Auschwitz, ook in andere lagen. Dus u wist dat Auschwitz het ergste was? Nee, niet. Want als u het verschil wist, dan wist u ook wat daar gebeurde. Dat heb ik niet gewusst, nee, niet. Ich erhielt meine Befehle und die führte ich auch aus. So gut und professionell, wie ich konnte. U genoot er nicht von? Ich hatte doch keine Gefühle dabei. Es war ein Befehl. Und u stond selbst altijd mit uw hond op het perron, als er een trein vertrok. Ja, den Transport zu kontrollieren. Ja, en om ze vriendelijk uit te zwaaien. Toch? Alsof ze naar de volgende fantastische vakantiebestemming gingen. U besliste over leven en dood en u misleidde iedereen. U gaf valse hoop, zelfs aan kinderen. Ich habe nicht gewusst, was mit diesen Menschen geschehen würde. Das wussten Sie sehr wohl. Ich habe es nicht gewusst. Wir waren doch völlig von der Außenwelt abgeschnitten in Westerbork. Das müssen Sie doch verstehen. Sie wussten es. Ich habe es nicht gewusst. Sie haben doch keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wir im Lager wussten es. Sie waren in meinem Lager. Alleen? Met mijn vrouw en twee dochters.
We weten allemaal wat het betekent om naar Polen gestuurd te worden. In het begin werden duizenden Joden en masse doodgeschoten en dan in kuilen met ongebluste kalk verbrand. Later vonden de Duitsers een geraffineerde middel uit waarbij alles automatisch ging. De Joden moesten dan een zogenaamde badinrichting bezoeken om een douche te nemen. Maar in plaats van water kwam er gas uit de kraan. De vloeren van deze badhuizen waren schuin gebouwd, zodat de lijken eraf rolden en regelrecht in het crematorium terechtkwamen. Dit heb ik in 1943 geschreven. Wij wisten dat er vergassing plaatsvond en de commandant van Westerbork niet. Ik kan mich nicht mehr an sie erinnern. Ik u wel. Ja, aber dann wissen Sie es ja. Sie müssen es wissen. Sie waren ja dort. Westerbork, es war ein ordentliches Lager. Sie wurden ordentlich behandelt. Wij werden afgevoerd in V-wagons. 75 mensen in één wagon. Twee volle dagen en een nacht, zonder licht, zonder lucht, met één brood. Ik heb versucht nog personenzüge te bekommen, maar dat was niet mogelijk. Het was krieg. En op bevel uit Den Haag hin moesten we dan leider... Een beestentrein, noemden we het. ...moesten we dan leider alternatieve verkeersmiddelen nutzen. En dat was niet goed. Die wagons waren te vol, dat geef ik toe. Zu vol en verzegeld. Nee, dat stimmt niet. Dat is een falsche Anschuldigung. Er is voldoende bewijs. Bestes getan, damit diese Menschen so gut wie möglich abtransportiert werden. Ich habe sogar ein Wasserreservoir aufstellen lassen und Toiletten. Toiletten? Ein Tonnetje in elke Wagon. Ich habe mein Bestes getan. Iedereen in het kamp wist wat er gebeurde als je op transport ging. Dat was de doodstraf en die deelde hij uit. Blijft u alsjeblieft bij vragen. Je rook de paarden nog in die wagon. Als je naar die wc-ton wilde, moest je over de lichamen heen kruipen. In het pikken donker. In de stank. Je kreeg geen lucht. En niemand sliep. Iedereen was in paniek, want we wisten allemaal waar we naartoe gingen. Es gab Gerüchte, ja, das war es dann ja auch schon, Gerüchte. Ich habe auch die Führung in Den Haag informiert und mir wurde gesagt, dass die Schauermärchen waren. Herr Schumacher, könnte ich bitte meine Fotos bekommen? Könnten Sie mir die reichen, bitte? Herr Frankenhaus hat sich sehr gut auf dieses Gespräch vorbereitet, aber er soll wissen, dass auch ich meine Beweise habe. Herr Schumacher, können Sie mir bitte meine Fotos reichen? Das ist doch absurd. Herr Kemmerker, setzen Sie sich. Meine Fotos, bitte. Danke. Bitte. Sehen Sie sich bitte diese Fotos an. Erinnern Sie sich? Schauen Sie bitte ganz genau hin. Was sehen Sie hier? Sehen so ausgebeutete Gefangene aus? Schauen Sie hin, bitte. Herr Gemmerker, setzen Sie sich. Nein, das sind Menschen, die fröhlich sind, die Spaß haben. Omdat ze mochten sporten? Omdat ze naar de tandarts mochten? Glauben Sie denn wirklich, ich hätte all dies organisiert, wenn ich genau wüsste, dass diese Menschen in den Tod geschickt werden würden? Ja, precies daarom. Om ons rustig te houden. Dit was allemaal één grote schijnvertoning. Schijnvertoning? Ja. Eine Täuschung? Das war denn auch wirklich eine sehr teure Täuschung. Wissen Sie überhaupt, was mich die Renovierung des Krankenhauses gekostet hat? Herr Kemmerker, setzen Sie sich. Bitte. Natürlich. Entschuldigung. Es war das beste Krankenhaus der ganzen Niederlande. Maar zelfs daar was je niet veilig. In februari 1944 heeft u honderden doodzieke mensen uit het ziekenhuis laten afvoeren. Mensen met hoge koorts, besmettelijke ziektes. Das war ein schwieriger und schmerzhafter Entschluss. Ihren Entschluss? Es kam ein Befehl aus Den Haag, die Anzahl der Patienten zu reduzieren. Ich habe anfangs noch protestiert, aber der Druck, der war da. Protestiert? Nee, meneer Gemmerker, het was uw eigen besluit.
U vond het nodig deze patiënten af te voeren. U bepaalde de aantallen. En u gaf het bevel om iedereen die niet binnen 8 uur zou sterven op transport te zetten. U stuurde zelfs een lege wagon mee voor de doden onderweg. Hier. Dit is uw eigen telex. Leest u maar voor. Dem Lagerarzt habe ich erklärt, dass es für den Transport am Dienstag keine Transportunfähigkeit gibt. Es sei denn, dass der zu transportierende kranke Jude mit Sicherheit in den nächsten 3 bis 8 Stunden sterben würde. Das ist ein Tippfehler. Es sollte heißen, innerhalb 3 bis 8 Tage. Ein Tippfehler? Stunden en dagen, dat lijkt toch niet erg op elkaar? Sie können mich ruhig hassen, Herr Frankenhaus, aber ich habe mein Bestes getan, um alles so menschlich wie möglich ablaufen zu lassen. Menschlich? En de Kinder dan? Die Kinder? Aber gerade den Kindern ging es doch gut bei uns. Ihre Töchter konnten noch bei uns zur Schule. Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb het over het meest beestachtige transport van allemaal. De kinderen. De kinderen met mazelen, roodvonk, koorts, longontsteking, difterie. Kinderen. Baby's. Zuigelingen nog. Huilend, vechtend voor hun leven. Kinderen die niet snapten waarom dit allemaal gebeurde. De meeste hebben Polen niet eens gehaald. Noemt u dat menselijk? Wissen Sie, es gab das Gerücht, dass ich versetzt werden sollte. Die Menschen im Lager haben sich sehr für mich eingesetzt. Natürlich waren die Tage des Transports schwer, aber das Leben im Lager, das war doch gut. Das müssen Sie doch zugeben. Die Sterbequote von Westernburg lag unter der von der Niederlande. Das müssen Sie doch zugeben. Es war kein schlechtes Lager. Es war kein schlechtes Lager. Bent u wel eens echt bang geweest, meneer Gemmeker? Echt doodsbang? Ja. Dit is een transport. En dit is een volgend transport. Das ist schlimm. Und hier, das ist auch schlimm. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist die Zeit von diesem Transport bis zu dem nächsten. Diese Zeit. De Zeit, dass je in Doodsangst verkeert. Niet weet wanneer je gaat, alleen maar dat je gaat. Het ergste waren de avonden voor het transport. Er werden in de barakken de namen voorgelezen. En als je naam werd genoemd, dan pakte je je spullen. Kleedde je kinderen aan. Maar als je naam niet werd genoemd, moest je dan blij zijn? Dat je in ieder geval nog 1 week in leven bleef? Er werd gehuild, er werd geschreeuwd. Sommige mensen begonnen spontaan te dansen. En je kon er ook voor kiezen om vrijwillig mee te gaan. Als je familieleden werden geselecteerd, dan kon je ervoor kiezen om samen met je zoons en dochters te gaan sterven. Sie vergessen die ganze Zeit eine Sache. Herr Frankenhaus. Und das wäre? Krieg. Es herrschte Krieg. Und Sie kennen das Leben.
während keines einzigen Krieges mit dem Leben zu Friedenszeiten vergleichen. Krieg. Hinterher ist es einfach zu verurteilen, aber die Wahrheit ist, dass der Krieg seine eigenen Regeln schreibt. Und ich habe mich an die Regeln und die Vorschriften meiner Vorgesetzten gehalten. Die Vorgesetzten von Ü, das waren Monsters. Ja, vielleicht. Aber im Vergleich zu denen bin ich ein kleiner Mann. Ein sehr, sehr kleiner Mann. Meneer Gemmeker, u heeft uw macht misbruikt. U heeft onschuldige mensen opgesloten. Kamp Westerbork was het voorportaal van de dood. U bent schuldig aan de deportaties. En u bent schuldig aan de dood van bijna 80.000 mensen. U heeft nergens spijt van? Ihre Frau und Kinder, haben die... Ja. Wir haben es allemaal overlegd. Da bin ich froh drum. Ich würde jetzt gerne in meine Zelle zurückgehen. De meeste commandanten van concentratiekampen zijn opgehangen. Gaat u het er levend van afbrengen, denkt u? Was war die Frage, um die sich alles drehte? Warum? Thank you.